Zack. Okay, wir haben es ausprobiert. Alter, das sind Geräusche, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, hallo zusammen. Wir haben es heute irgendwie Anfang Juli. Draußen sind es mit Sicherheit freundliche 30 Grad und ich sitze hier mit einer Sommergrippe, Sommerschnupfen oder was auch immer zu Hause. Und was soll man da anderes machen, außer sich vor den Rechner zu klemmen? Nun gut, ich habe gedacht, ich starte mal ein neues Projekt mit Legion of Grimlock. Alter, ist das laut. Ich mach jetzt mal die Options hier mal ein bisschen, die Musiklautstärke ein bisschen weiter runter. Ah, besser. Noch besser. Okay. Ja, ich würde sagen, New Game. Difficult, erstmal easy. Ich muss mich da nochmal reinfinden. Mount Grimlock. Ja, und nach diesem Demo kann man es ja fast gar nicht nennen, sind wir auch schon im Spiel drinne. Ich muss dazu sagen, dieses Game habe ich mir eigentlich nur über Steam gekauft, weil ich damals auf dem Amiga 600 war das sogar. So, einmal die Fackel in die Hand drücken und einmal zurückgehen. Kleiner Augenblick. Ja. Ich weiß nämlich, dass hier ein Knöpfchen ist. Tada! Secret found. Da haben wir schon mal ein paar Schüchchen. Ups. Wo sind die Schuhe jetzt hin? Hat er die jetzt gegessen oder was? Irgendwer muss doch die Schuhe jetzt anhaben. Ach da. Zack. So, Wurfstände kriegen die Leute hinten in der zweiten Reihe. Also ich habe damals zu Amiga-Zeiten ein Spiel gehabt, das hieß Eye of the Beholder. Beziehungsweise Eye of the Beholder 2 nachher auch. So, choose a fat, perish the cell, pick up, ja gut. Nimm die Fackel, haben wir gemacht, dadurch ging das Tor hier auf. Und eigentlich war Eye of the Beholder, ich würde sagen, absolut identisch. Also wirklich ein absolut identisches Spiel. Und das hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur mit den, also bei Eye of the Beholder, klar, die Grafik war natürlich ein bisschen anders. Es war auch hier Step by Step, also dass man wirklich immer nur ein so ein Feld nach links oder nach rechts gehen kann. Und auch diese 90-Grad-Drehung. Und da hat man dann wirklich noch angefangen, sich hier mit Pen and Paper Zeichnung zu machen, damit man da in diesen ganzen Labyrinthen noch einigermaßen klarkommt.
Ja, und ich hatte das hier schon einmal ein bisschen angezockt, hab tierisch versagt nach an einer gewissen Stelle, weil der Speicherpunkt nicht ganz so optimal gewesen ist. Aber schauen wir mal. Mit Kamera kann man ja auch nochmal versagen. So, ich möchte mich hier auf jeden Fall auch vernünftig umgucken, weil gerade eben hier das mit diesem Secret Found. Wie gesagt, da waren dann eben auch schon mal ein paar Schüchen drin und ein Wurfstern hier für die Dame in der zweiten Reihe. Ah, ein Hemdchen. Zack. So, die in der vorderen Reihe kriegen erstmal was zum Anziehen. Oh ne, warte mal. Zack. Ziehen wir erstmal ihn an. Immer schön gucken. So, und ich möchte einfach nichts auslassen. Alle Fackeln mitnehmen. Die werden wir noch brauchen. Und da hören wir auch schon was. Wie gesagt, ich möchte mir wirklich hier die Wände ein bisschen anschauen. Sehr einfach, Steinchen auf die Platte und Tür geht auf. So, jetzt kriegt er nochmal eine in die Hand hier. Nee, dann brennt die auch, das wollen wir nicht. Weil die Dinger... Ah, okay. Die halten nicht ewig und nachher kann man die einfach nur wegschmeißen. Überall nichts. Man würde es sofort sehen, wenn hier so ein Stein so eine Ecke hat oder sowas. Das sind ganz, ganz klassische Erdknöpfe. Die sehen auch immer gleich aus. Also irgendwann hat man da auch einen Blick für. So, dann gehen wir mal dahin, wo gerade eben die Geräusche waren. Oder auch nicht. Okay, Schlüssel wird gebraucht. Und hier, na, loser Felsen. Hä? Ah, da. Also wirklich, man sieht es sehr schnell. Ich würde das hier alles noch wirklich als völlige Einführungsrunde bezeichnen. Ups. Aua. Aua. Nein. Blödes Spiel. Es war gerade eben mehr oder weniger geraten, was ich da tue. Müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Gut. Da kriegst du deinen Stein schon mal wieder. Was zu essen, kann auch erstmal ertragen oder... Ach komm, krieg die alte. So, wo ist der Wurfstern? Ach, haben wir schon. Okay.
Also so wie die jetzt hier aufgeteilt sind, genauso latschen die wohl auch durch die Gänge. Das heißt, die vorderen können mit Nahkampf oder brauchen Nahkampfwaffen oder es wäre schon sinnvoll, weil die hinteren auf jeden Fall Fernwaffen brauchen, weil die einfach nicht zuschlagen können, da die vorderen immer im Weg stehen würden. So, wir schauen uns hier trotzdem noch einmal ganz kurz mal ein bisschen die Steinchen an. Wie gesagt, es gibt hier das ein oder andere Versteck. Aber so, jetzt gucken wir uns mal den Jungen an. Also wahrscheinlich irgendwie Kämpfer, denke ich mal. Steht hier irgendwas? So, Human Fighter Level 1, also Mensch-Kämpfer Level 1. Minotaurus-Kämpfer Level, was weiß ich was, auch Level 1. Ja, was ist Rook? Keine Ahnung. Magier ist klar. Kann man dann wahrscheinlich nachher auch ein bisschen durchskillen. Skillpunkte haben wir keine zu vergeben. So, und wenn ich jetzt hier mit der rechten Maustaste auf seine leuchtende Hand drücke, kann man hier wohl unterschiedliche Sachen auswählen. Oder alles. Na, auf jeden Fall habe ich damit gerade eben gezaubert. Gut, schauen wir weiter. Wird sich vielleicht noch klären. Oder warte mal, Moment. Aha. Ich sag doch, hier braucht man nicht mehr mitzeichnen. So, freundlicher Schluck Kaffee. Ups. Na gut, dann kann ich Notizen hinzufügen, das war jetzt noch nicht so sinnvoll. Wurfmesser, perfekt. Na, es leuchtet nur ein bisschen. Okay, von hier sind wir gekommen. Hoffe ich. So scheiße, ey. Habe ich mich jetzt verlaufen oder was? Ja, von hier sind wir gekommen. Das war der Stein. Hier ging das Tor auf. So, gehen wir einmal hier gucken. Genau. Da war das. Dann sind wir geradeaus weitergelaufen. Ich glaube, das ist ein Rundgang. Ja, das ist ein Rundgang. Dann sind wir hier lang, da ist Nothing, hier sind wir lang, genau. Also geht's hier weiter. Ah, ihr seid so skillig, ey. So, ich wollte nur einmal ganz fix. Mit dem nach vorne laufen nimmt er automatisch die Steine und Wurfsterne und sowas alles wieder auf. Okay. Aha. Ne, man muss was auswählen. Fizzle? Geht auch nicht. Nehmen wir ihn nochmal. Okay. Das sind also nachher unterschiedliche Zaubersprüche. Ich weiß jetzt nicht, ob man die alle noch erlernen muss oder kann oder... So, einmal rüberrennen. Da, er hat den Stein wieder. Wurfstern und Messer haben wir auch. Gut, Fackel nehmen wir mit. Und gehen erstmal hier lang. Noch was zu futtern.
2 Steine. Ich würde sagen, erstmal hier, ne? Und dann nachher ein Türchen. Ja, eigentlich auch recht easy. Ein Stein werfen. Zack, Deckel ist zu. Schlüssel nehmen wir uns mit. Was steht denn hier? Okay. Also eben brauchst du was, was fliegen kann, um das Tor dazu zu schließen. Mich würde das mal interessieren eigentlich, wo man hinkommt, wenn man jetzt da runterfallen würde. Ich meine, dass es da einfach auch nur levelmäßig gesehen weitergeht. Also ich glaube nicht, dass man sterben wird. Soll ich es mal machen? Kann ich mal speichern? Ich speichere einmal ganz fix. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, überspeichern und so. Ja, zack. Okay, wir haben es ausprobiert. Alter, das sind Geräusche, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Naja, okay, sehen wir es von der positiven Seite. Wir haben den Stein wieder. Aber die Lebensenergie ist ein bisschen scheiße, ne? Okay, komm. War ja eh einfach nur einmal ausprobieren. Wir laden den Rotz. Wir haben 2 Steine. Wir schmeißen einen. Gut. So gefällt es mir besser. Die haben ja nur wirklich ordentlich an Lebensenergie noch gelassen. Das muss ja nur wirklich nicht sein. So, dafür haben wir den Schlüssel. Ist da was drin? Nee. So, das komische Flimmern, was man jetzt schon hat, das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Fackel jetzt hier langsam Geist aufgibt. Deswegen nehme ich eben auch all die ganzen anderen Scheißfackeln mit. Ja. Wie gesagt, immer ein bisschen umgucken. Daran erinnere ich mich auch. Das gab's auch bei Eye of the Beholder, meine ich. Hier müssen irgendwelche Diamanten rein oder so, damit dann dieses Tor hier aufgeht. Oh. Da. Ah ja. Okay. Bin jetzt gerade überlegen, wie man das hier noch vernünftig für sich nutzen kann. Hallo, Schnicke. Ja, ja, komm mal her. Komm, komm, komm. Komm. Ja, geht doch. Alter, ist die langsam, ey. Na komm. Und tschüss. Gut, wunderbar, funktioniert. Dauert einfach nur ewig. Okay.
wahrscheinlich eine Schriftrolle, um irgendwas Neues erlernen zu können. Also einen neuen Zauber oder sowas. So, noch ein Steinchen. Sagt einmal ein bisschen die Wände absuchen. So. Ja, komm, Baby. Kriegst auch mal was anzuziehen, was auch immer das ist. Was ist denn das? Ja, irgendwas. Na, schau mal, na, guck. Ich habe hier gerade eben übrigens bei mir in diesem Zimmer, in dem ich hier sitze, 29,2 Grad. Absolut angenehm. Alter, es geht gar nicht, ey. So. Komm her, Schnecki. Ja. Komm, 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 komm. Ist da gerade eine neue Schnecke gespawnt? Ja, sorry, dass jetzt hier so lange dauert, aber man lebt nur einmal. Komm, komm, komm. Tschüss. So, die spawnen da aber nicht. Au, das war mehr als selten dämlich. Ich hab mich hier selbst mit eingesperrt, ey. So, die Sachen haben wir alle wieder. Den komischen Knüppel kann er mit in die Hand nehmen. Obwohl, was soll ich mit dem Scheiß? Egal. So, hier haben wir noch eine angerissene Fackel. Die sind alle neu, ne? Ist das überhaupt eine Fackel? Nee, ist es nicht. Das ist ja ein Ding. Scheiße, Alter, das kotzt mich richtig an. Jetzt habe ich mich ja eingesperrt. Okay. So, da liegt jetzt was drauf. So funktioniert es. Wir nehmen uns eine neue Fackel mit. Da war ich schon. Aber man kann ja noch mal gucken. Gehen wir hier noch mal um eine Ecke. Wenn ich da jetzt runterfallen würde, wären da die ganzen Schnecken. So, das hier war Numero Uno. Rein damit, sag ich doch. Ich würde sagen, das hier ist doch auch mal ein guter Punkt, um zu speichern. Create new file. Ich nenne das Ding jetzt einfach mal 1. Ja, und an dieser Stelle beende ich auch erstmal die Aufnahme.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Und weg.